Grübel, grübel und studier. Ein Gebäude ist abgebrannt. Mann, Kacke. Hier hat sich wieder beruhigt, aber das glaube ich immer nur so phasenweise, kann das sein? Oder der Verkehr verschiebt sich immer irgendwo hin, ich weiß gar nicht. Hier oben, naja, hier ist noch ein bisschen, weil hier ist auch übertrieben eigentlich. Hier haben wir zu viele Kreuzungen nebeneinander. Andererseits, da ist die U-Bahn. Ich weiß nicht genau, wie die U-Bahn exakt an Straßen angeschlossen sein muss, das kann ich nicht sagen. Ich würde hier am liebsten auch wieder eine Brücke ziehen. Jetzt machen wir Folgendes. So. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ort ist belegt. Gefälle zu steil. Gefälle zu geil. So. Warum biegen die jetzt um auf der Straße? Okay, die Brücke sieht nicht wirklich schön aus, aber ich hoffe, sie sieht einigermaßen zweckmäßig. Ich weiß es nicht genau. Und hier müsste man theoretisch das gleiche machen. Es sind zu viele Brücken. Zu viele Kreuzungen haben wir tatsächlich. Weil wir also kompakt bauen und nicht großflächig. Hohohoho. Oh, da fehlt Wasser. Ein Bahnhof reicht ja nicht. Wir haben noch nicht genug Probleme, weißt du? Deswegen machen wir den nächsten gleich dahin. So, und dann würde ich gerne hier oben. So, da kann ich die miteinander anschließen. Da oben auch noch Schienen, das sind die gleichen Schienen wie da unten, die können wir da vielleicht wieder anbinden. Ich will irgendwie das ganze Industriegebiet nochmal neu machen. Das ist jetzt so ein Tohuwabohu und alles so durcheinander und irgendwie alles so ungeil, dass ich es am liebsten nochmal neu machen würde. Auch unter Berücksichtigung von Bahnhöfen und sowas, das ist alles so wild gewachsen. Das sieht inzwischen nur noch aus wie ein Flickenteppich und zwar einer, der nicht richtig funktioniert natürlich. Ich würde am liebsten alles nochmal abreißen hier mit diesen komischen hier rüber, darüber, darüber, dass wir das alles nochmal weg haben. In den Wohngebieten haben wir nicht so viele Probleme. Hier unten ist sowieso alles ruhig. Hier oben geht auch alles. Es ist wirklich nur das Industriegebiet, das ist halt so wild gewachsen und irgendwie so alles durcheinander, dass ich da am liebsten sagen würde, weißt du was? Ciao. Wir kommen jetzt alle von da angescheißert. Wir haben den Verkehr also umgelenkt, aber so ein bisschen belogen, dass sie jetzt überall so aus so Umwege fahren müssen. Ich finde es interessant, dass die alle irgendwie hier hin zu dem Bahnhof fahren und nicht zu dem da.
Vielleicht weil der andere besser angeschlossen ist, ich weiß es nicht, weil die hier so einen mega Umweg fahren müssen. Was passiert, wenn ich den jetzt anschließe? Nur mal so rumtesten. Wie gesagt, wir probieren ja so ein bisschen rum. Dann testen wir mal. Haben natürlich schon wieder eine neue Kreuzung, weiß ich selber. Und wir brauchen wieder ungebildete Arbeiter. Das mit der Gegend da oben hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Leider haben wir momentan ein bisschen Einwohnerschwund. Wahrscheinlich wird wieder fröhlich gestorben. Aber wir haben momentan nicht so den mega Wohnbedarf. Ich will jetzt auch erstmal die ganzen Verkehrssachen irgendwie lösen. Aber ich habe das Gefühl, dafür muss ich das Industriegebiet irgendwie nochmal neu bauen. Vielleicht mache ich das wirklich nochmal. Jetzt hier auch mehr los, aber hier nicht weniger, oder? Naja, es geht. Ich würde sagen, es fließt einigermaßen, aber auf der linken Seite, bei der linken Brücke, da hakelt es noch immens. Ich habe fast das Gefühl, ich sollte das Layout auch anders machen. Jetzt ist irgendwie beides aneinander gewachsen. Also ist alles so zusammengewachsen wie in klassischen Städtebausimulationen. Andererseits überlege ich mir, vielleicht mache ich einfach so ein Gebiet für Industrie. Wobei wir haben ja so gesehen, haben wir ein Gebiet für Industrie. Das ist halt hier abgezweigt, aber es ist halt verbunden durch allerlei Straßen. Statt dass wir das einfach irgendwo hinten hin machen und dann binden wir das komplett an die Autobahn an, irgendwie sowas. Dann müssten die Leute von den Wohngebieten, von den Wohnen... Orten sozusagen, müssten die halt rüber jetten. Kein Platz mehr. Kann ich eigentlich auch bald wegschmeißen, dann nur noch die hier benutzen. ...48.000 von 400.000, das geht ja alles noch. Die Müllverbrennungsanlagen. Hier haben wir wie viel? 44% voll, 36%. Wir können mal gucken, ob wir, die Mülldinger da vielleicht doch langsam mal ausrangieren. Rangieren. Hier noch ein paar Verbrennungsanlagen. 94.000. Das heißt, hier wird es doch langsam mehr, aber das macht nichts. Wir können ja da noch ein bisschen, da können wir noch ein bisschen anbauen. Mal, das ist ja geil. Das ist ja geil. Wenn genug Einwohner hinziehen, dann haben wir so eine Dinger. Wieso fährt hier so viel Polizei rum? Boah, das will ich weiter probieren. Warum fährt da so viel Polizei rum? Ich mach mal das ganze Ding hier so, ne? Vielleicht muss ich da noch mehr Polizei bauen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Ach, ist das schön, hier auch mal im Vorort zu bauen, wo es so ruhig ist. Das gefällt mir gut. Und dazu ein bisschen Transport-Tycoon-Musik. Nice. So. Einmal rumbauen. Ist natürlich jetzt alles manuell mit Liebe gemacht. Mit Liebe gemacht, mit Liebe erdacht. So, das war jetzt, glaube ich, nur die eine... Ah ne, da sind wir schon einmal komplett rum. Okay, wow.
Okay, das gleiche nochmal. Da können wir hier eigentlich auch, ne? So. Und da wachsen schon die nächsten. Cool. Machen wir so ein bisschen klein Venedig draus oder sowas. Na gut, Venedig ist es jetzt nicht unbedingt. Dazu bräuchten wir ja viel mehr schmutzige Straßen. So. Nein. Guck mal, wie das da wächst. Okay, dann hier, lalalala, wir haben's ja gleich. Wir bräuchten immer wieder neue Wohnhäuser, also insofern gar nicht mal so schlecht, dass wir das gerade machen. Level up! Keine Ahnung, was da passiert ist. So. So, dann haben wir das hier. Wir brauchen natürlich noch Wasser, das ist mir klar. Brauchen wir doch nicht. Haben wir schon alles unter Wasser gesetzt. Okay, sehr schön. So, da habe ich auch nochmal angeschlossen, falls wir da was bauen wollen. Strom bräuchten wir theoretisch noch. Und das gleiche können wir dann hier auch noch machen. Dauert ein bisschen länger, wenn man es manuell macht, aber dafür sieht es hinterher scheinbar relativ hübsch aus. So, lalalala. So, und ich würde auch gerne irgendwo mal was anfangen mit Kreisverkehr und sowas, aber tatsächlich eher nicht aus Verkehrsplanungsgründen. Ich glaube, ich würde doch lieber auf Auge bauen. Am liebsten natürlich auf beides, aber ob ich das hinkriege, kann ich nicht versprechen. So ehrlich muss man sein. So, lalalala. Ich bin eine Künstler. Ich bin eine Künstlerin, die spielt. So. Musik im Hintergrund hört sich ein bisschen an wie Jeopardy oder sowas. Oh Mist, das geht nicht. Ich probiere es mal damit. So, da bin ich mal gespannt. Also hier scheint es zu funktionieren. Es wird natürlich dauern, bis das dann entsprechend wächst, weil die müssen dann nach und nach müssen die abgegradet werden oder geupgradet oder was auch immer. Wird aber. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bildung dann noch eine Rolle spielt. Ungebildet 1, hochgebildet, tralala, die müssen natürlich auch noch lernen. Also wenn die Haushalte da hinziehen, dauert es natürlich noch ein bisschen, bis die lernen. Aber auf jeden Fall haben wir dann so ein bisschen so Wohnsiedlungsstyle. Und eventuell wird da noch Straßen dazwischen passen, aber dann haben wir schon wieder das Problem, dass ich hier sehr auf Masse baue, statt auf Klasse. Kann mal praktisch sein, aber naja, man sieht ja, was dabei rauskommt. Eieiei, wir ignorieren Hannover. Wir ignorieren ab sofort Hannover. Der Rest scheint ja ganz gut zu klappen. Erstaunlich gut sogar. Dafür, was ich bisher vom Spiel so gesehen habe. Und dafür, dass hier so fette, dicht gebaute Wohngebiete sind, ist wirklich nur das Industrieviertel betroffen. Und dann wirklich größtenteils die Bahnhöfe. Und wir brauchen noch ein paar Ungebildete. Das machen wir natürlich auch noch gerne. Da baue ich dann mal eben nochmal hier... Welche waren das? Die hier, ne? Direkt an die Autobahn dran gebaut. So, naja, ist nicht schön, aber zweckmäßig. Sag ich immer ganz gerne hier. Und dazu nehmen wir den Eimer. Zack, zack, zack. So.
So, wir haben zwar gerade keinen Bedarf dran, aber ich brauche ungebildete Arbeiter. Deswegen hau ich die einfach mal alle dahin. So. Hat sich aber hier auch schon sehr stark beruhigt jetzt, ne? Vielleicht liegt es daran, dass wir zwei Bahnhöfe haben. Das hier gefällt mir noch überhaupt nicht. Dieses Eck hier generell gefällt mir noch nicht. Aber hat sich zum Glück wieder ein bisschen beruhigt. Wir brauchen unqualifizierte Arbeiter. Was ist denn hier los? Geringer Bodenrichtwert. Okay. Picknicktische neben der Müllhalde hier, oder? Nee, geht nicht. Kann man da nicht irgendeinen kleinen schönen Park? Hier ein Hundepark im Industriegebiet geht auch nicht. Vielleicht ein Karussellpark? Ist einfach zu eng. Hüpfburg zu eng. Alles zu eng. Pflasterweg. Für Fußgänger. Wusste ich gar nicht. Kiesweg. Habe ich noch nie gesehen. Okay, gut zu wissen. Ich glaube, ich seit dem Update dazu gekommen, kann das sein? So, da sind die ersten Häuser tot, weil wir hier geringen Bodenrichtwert haben. So, da mache ich mal hier hinten einfach so ein. Was ist denn das hier? Großer Spielplatz. Verschmutzung 0. So, da baue ich jetzt mal einen großen Spielplatz hin, dann freuen die sich hier alle. Einen Spielplatz bildet er zum Glück nicht, deswegen ist das okay. So, Platz mit Picknicktischen hier oben bei der Autobahn. Finde ich eigentlich schön. Kann man mal machen. So, dann sieht es ja auch schon anders aus. Dann haben wir den Bodenrichtwert nicht ganz so im Boden. Haben wir Wasserprobleme aktuell? Nee, eigentlich nicht. So, da gehen die Preise jetzt nach oben, wie es aussieht. Guck mal, und hier wird auch... Ah, die Gebäude werden auch gleich abgegradet, geupgradet, wie auch immer. Da haust du einfach nochmal so ein bisschen ein paar Picknickplätze hier oben hin und schon sind die Gebäude viel mehr wert und sehen auch schon viel geiler aus. Nicht mehr so assi wie vorher. Das hier ist mir noch der liebste Spielplatz tatsächlich. Weißt du was? Ich mach mal ganz kurz Folgendes. Nein, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte hier den hier machen. Ich bin ein kleines Kind. Na 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 na. Ich habe keine Ahnung, was das hier für Okolyten auf dem Boden sind. Auf jeden Fall kann man hier voll der Kinderspielplatz und die Pedos warten schon mit ihren Brustbeuteln, weißt du? Das war ein schöner Kinderspielplatz und auch die Kulisse ist schön. Lord Greygrey wartet auch schon. Finde ich einfach schön. Schöne Aussicht hier, so neben dem Kinderspielplatz, ist schon, hat schon viel Feines. Ja, wir gehen spielen, la 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 la. Oh, Alter. Kann man machen. Also... Das sind ja interessant, Alter. Interessante Gebäude. Ich glaube, der Verschmutzungsgrad hier ist einfach noch zu hoch, oder? Deswegen sind die auch alle krank, aber egal. Bodenrichtwert nach oben. Schon kommen die Einwohner wieder rangescheißert. So ist es eben. Dann gucke ich mal, ob ich den Mülldeponien loswerde. Hier offenbar, das klappt auch ganz gut. Momentan sind es noch diese hier. Ich weiß noch nicht warum.
Ich glaube, wir müssen noch upgraden. Thorn Resistance. Kann mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht noch einen Park machen müssen oder sowas. Ich schau mal eben. Darf natürlich nicht ugly aussehen. Ich weiß noch nicht genau, was man da jetzt genau hinmachen soll. Die sind generell... Komischerweise sind die alle... Ah, Alter, hier hinten habe ich auch noch gar nichts. Ich habe hier noch nichts. Das ist ein Vergehen und ein Versehen. Gleich mal wieder Ding, 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 Ding. Schön Hundepark können wir auch gleich noch machen. Den baller ich sogar mal hier rein, oder? So ein Hundepark, zack. So, dann haben wir nämlich hier auch die umliegenden Sachen, damit die sind die ein bisschen höherwertig. Ich hoffe nur, die werden jetzt nicht alle geupgradet. Die sahen nämlich ganz schön aus. Ich hoffe nur, die, das bleiben so Einzelparzellen. So wie wir das hingetrickst haben. So, und da oben jetzt noch ein Platz mit Picknicktischen. Weiß ich gar nicht, ob ich den da... Oder? So, einen schönen botanischen Garten. Auch da freut sich das Umland. Kreuzung Verkehr. Und schon steigt hier über der Wert wieder. Beim Hundepark steigt der Wert. ja. So, hier noch ein Karussellchen. Am besten nehmen den Friedhof auch wieder, oder? Ist doof, dass die teilweise nur so einen begrenzten Radius haben. So, da. Machen wir da noch hin. Und schon bauen sie die Gebäude da neu. Das werden teurere Gebäude. Da kriegen wir mehr Steuern, mehr Einnahmen, mehr dies, mehr das, mehr alles. So, hier noch ein bisschen. Was können wir da noch hinbauen? Vielleicht noch einen botanischen Garten. Kann man ja offenbar nie genug haben. Oder einen großen Spielplatz. Großer Spielplatz für kleine Kinder ist doch auch schön. Die freuen sich doch. So, ding, 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 ding. So, und da machen wir direkt mal die Offensive hier. Unsere Stadt muss schöner werden und sie wird es auch direkt. Hier noch nicht ganz. Mach ich da nochmal einen hin. So, auf der anderen Seite ist ein bisschen mau. Oh, da sind sogar Leute. Da ist ein Gebäude brach. Warum das denn? So, da ist frei. Bauen wir nochmal einen hin, damit hier alles schön hellblau wird. Mal gucken, ob das bei diesem Shades auch funktioniert. Das kostet zwar mehr Unterhalt, aber dafür sind die Leute glücklicher. Ah ja, doch, ein paar Upgrades kriegen wir dadurch noch. Interessant. So, wenn wir die Mülldeponien weghauen, können wir da auch noch ein paar Parks hinmachen. Da wird die Industrie auch hochwertiger vielleicht. Genau weiß ich das nicht. So, hier ist ein Karussell im Industriegebiet, macht sich richtig gut, oder? So, einmal mal dahin. Schönes Karussellchen. Voll blöd. Ich weiß, es kostet alles Unterhalt, aber ist egal, das ist mir sogar wert. Hier könnte theoretisch noch was hin. Ein japanischer Garten. So, direkt zwei japanische Gärten. Damit hier alles schön blau wird. Zack, da steigt der Wert. Allerliebst.
So, mal gucken. Ah, es wird langsam. Ding, 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 ding. Es wird langsam, es wird langsam. Wir können eh nicht so viel Geld ausgeben, wie wir wollen. Ich würde langsam gern was dazu kaufen. Es scheint aber irgendwie gar nicht zu klappen. Kolossale Stadt. Kernkraftwerk. Einzigartige Gebäude. Anforderungen. Arc de Triomphe. 15.000 Kinder in Grundschulen. Ach du Scheiße. 10.000 ganze Leben in der Stadt gelebt. Brandenburger Tor. Eiffelturm. Industriegebiet mit 30.000 Quadraten gebaut. Ach du Scheiße. Wir haben erst 5.900. Ach du Scheiße. Füllen Sie 7 Instanzen von Friedhof. Ach du Scheiße. Die anderen Sachen können wir nicht gucken. Ich würde schon gern bei den anderen... Was ist das denn da? Auf dem Spielplatz ist die Kriminalitätsrate zu hoch. Ich sag doch, da sitzen die Pedos rum. Okay, Polizei. Hä, ist doch alles grün. Wahrscheinlich, weil die Straße fehlt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt ist. Warum ist denn ausgerechnet auf dem Spielplatz die Kriminalitätsrate zu hoch? Das raff ich nicht. Wahrscheinlich, weil die Kinder wieder mit ihrem Fixerbesteck da rumlaufen. Die Hälfte der Buben haben eine Spritze im Arm. Die Mädchen prostituieren sich. So, sieht nicht mehr ganz so abgeranzt aus, muss man zugeben. Also einige Gebäude schon, aber viele haben jetzt wurden aufgewertet. Das gefällt mir ganz gut. So, hier unser kleines Versuchsprojekt. Ich würde auch gerne weiterbauen. Wie weit können wir denn überhaupt bauen? Ach, da haben wir noch eine ganze Fliese offen. Leckt mich am Arsch. Theoretisch können wir dann noch danach nach unten. Dim. Dim, dit, dit, dit. Musik ist schön. Musik ist so schön, einfach. Okay. Ich probiere gerade nochmal was. Da wir die Fliese weiterbauen können. Zack. So. Ja, es wächst langsam, es wächst langsam. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Kommerziales. Da können wir das gleiche jetzt auch probieren. Bams. So, baue ich einmal dahin. Haben wir da Wasser? Wasser haben wir fast komplett. So. Also, hinter den Gleisen machen wir was anderes. Narnia. Ach, das scheiß Industriegebiet. Wir müssen Hannover neu erfinden. Und ich würde gerne hier dann noch so eine Brücke rüberziehen, tatsächlich. Die Dinger müssen natürlich wegwandern. Aber ich würde hier gerne so eine Brücke rüberziehen. Ich würde gerne nach unten weiterbauen.
Ich habe gerade überlegt, ob ich die ganze Autobahn gegen eine fette, dieses ganze Ding da oben, erstens gegen eine Autobahn austausche und das aber noch so richtig fett. So eine richtig fette Autobahn. Also Brücke natürlich. Kreuzung und Verkehr. Ich will da oben alles neu machen. Ich traue mich noch nicht daran. Schreibt doch mal bitte ganz kurz hier unter dieser Folge, ich weiß gar nicht, welche das sein wird, aber schreibt mal bitte unter die Kommentare, ob ich das Industriegebiet, ob ich Hannover nochmal neu machen soll. Weil man sieht ja, es ist einfach nur wild gewachsen und hier, das hier ist alles schäbig. Es sind viel zu viele Kreuzungen. Weißt du was, ich mach's einfach nochmal neu. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das mit dieser Doppelabfahrt machen. Ich glaube, man darf die auf keinen Fall verbinden, die beiden Straßen. Die dürfen auf keinen Fall verbunden werden, weil dann entstehen automatisch Staus. Bin ich mir ja fast sicher. Was passiert eigentlich, wenn wir schon mal dabei sind? Was passiert eigentlich? Hier haben wir ja eine Autobahn. Lalalala, das sieht alles ganz wunderprächtig aus. Wenn ich da mal sage... Ach ja, das war doof. Das ist nicht ganz so hübsch. Wir müssen die noch irgendwie da anbinden. Ich will nur mal was testen. Entwickeln sich zu schicken will. Naja, wir haben ja eh noch keinen Dingens. An der Autobahn ist eh schlecht. So, ich hoffe, die Autobahn schützt da so ein bisschen. Kann ich denn die? Ist das hier die vierspurige? 1, 2, 3, 4. Es müsste eigentlich die sein, ne? Nicht, aber wir machen sie gerade dazu. Hier können wir natürlich nicht updaten. Naja, egal. Haben wir ein bisschen hier abgedatet. Geupdatet. Wasser und Strom fehlen, das ist mir klar. Wasser können wir auch durch den Fluss ziehen, oder? Gut, das geht. Ich will jetzt da nicht neue Wasserpumpen machen, ehrlich gesagt. So. Ach, weißt du was? So. Strom. Lustigerweise können wir jetzt den Damm dazu nutzen. Der Damm liefert uns da ein bisschen Energie hin. Ist nur so ein kleines Versuchsprojekt. Ich will nur mal gucken. Ist jetzt nicht wirklich schön mit der Abfahrt. Vielleicht mache ich die Abfahrt noch ein bisschen schnörkeliger. So. Das war diese hier.
Nein. Ach, ich kann die gar nicht schnörkeliger machen, ich Doofi. Weil da ja die Brücke ist. Naja, wie gesagt, ist nur ein kleiner Versuch hier hinten. Mal gucken, was wir daraus bauen. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Ein Gebäude ist abgebrannt. Ach man, das blöde Industriegebiet. Es ist doch so zum Heulen.